English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute habe ich mal zwei Intro-Tierchen dabei. Das sind Boa Constrictor longicauda, ne? Auf Deutsch sagt man, glaube ich, Tumbes Langschwanzboa dazu. Langschwanzboa, weil die wohl auffällig etwas längere Schwänzchen haben wie die normalen oder wie die meisten anderen Boa Constrictor Unterarten. Und dieser Schwanz ist auch in der Regel schön schwarz, beziehungsweise die ganzen Longicaudas werden im Lauf des Wachstums so schön schwarz wie hier. Dieses ist ein Männchen, by the way. Großes, schlankes Männchen. Und hier in meiner anderen Hand ist das gleiche, die gleiche Boa Constrictor Longicauda als Jungtierbaby. Und es ist wirklich interessant, ne? Also wenn einer eine Longicauda bestellt oder sich irgendwo kauft, ne, und mit so einem schönen schwarzen Tier rechnet, ne, die haben ja wirklich ein ganz tolles, intensives Schwarz, und der kriegt das Baby und das Baby kommt so braun, relativ unspektakulär daher, dann wird er wahrscheinlich relativ enttäuscht sein, aber das ist eben der Gag an diesen Tieren. Als Baby sehen sie so aus und im Lauf des Wachstums, also so mit einem Jahr, sieht man die Farben eigentlich schon recht schön, wird vor allem das Schwänzchen wird am Anfang schwärzer und mit der Zeit auch der ganze Körper. Der Kopf kriegt diese hübsche schwarze Zeichnung und wie gesagt, so mit einem halben Jahr kommt es erst. Finde ich toll, finde ich spektakulär, wie sich das so verändert, und deswegen waren die zwei es mir heute wert, euch als Intro-Tierchen zu zeigen. Wir hatten im YouTube-Community-Bereich wieder dazu aufgerufen, dass wir eine Frag-Stefan-Folge machen, dass ihr eure Fragen stellen könnt. Ich habe jetzt hier einen Zettel mit den, ich glaube 15 sind es, oder 15 interessante Fragen rausgepickt. Da geht es von Haltebewilligung über fliegende Schlangen, Echsen, Krallenschneiden, Missbildungen, Froschfutter, also alles querbeet, so durch die Terraristik, sind echt coole Fragen dabei. Freut mich, dass er da auch immer so rege dran teilnimmt, und diese Fragen wollen wir heute beantworten. Die Elli Spirelli fragt: Was denkst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Reptilien- bzw. Riesenschlangenhaltungsverbot durchgesetzt wird? Ich bin im Herzen ein tiefster Demokrat. Wir leben in einem wirklich freien Deutschland, meiner Meinung nach. Also wir haben hier in Deutschland zum Glück schon das Privileg, doch sehr frei zu sein, ne? Also es ist uns wirklich nach wie vor viel erlaubt. Unsere Reptilienhaltung ist uns erlaubt, die Schlangenhaltung. Es gibt ein paar Bundesländer, die feilen da ein bisschen dran rum mit Gefahrtierverordnung. Bis jetzt ist, denke ich, alles noch im Großen und Ganzen im Rahmen. Da gibt es keine besonders schlimmen Gesetze. Und ich bin so optimistisch. Und wie gesagt, ich vertraue auf unsere Politik. Ich vertraue auf unser freies Deutschland, dass dem auch so bleibt. Und deswegen denke ich mir, dass wir auch die nächsten 50 oder 100 Jahre Riesenschlangen halten dürfen. Die ganz großen Sachen, vielleicht Tigerpython, Netzpython, da muss man vielleicht Angst haben, dass das mal eingeschränkt wird. Ehrlich gesagt hoffe ich es auch nicht, weil ich überhaupt keinen Handlungsbedarf sehe. Es gibt überhaupt kein Problem damit. Es gibt keine Unfälle, es gibt gar nichts. Also wieso muss man es einschränken? Da müsste man, wie gesagt, müsste man viele Hunde einschränken. Man müsste vielleicht sagen, man darf nicht mehr reiten, weil jedes Jahr so und so viele Leute an einem Pferd oder durch ein Pferd ums Leben kommen. Also ich vertraue auf unsere Demokratie und bin mir sicher, das wird so bleiben, und wir werden die nächsten 50 bis 100 Jahre weiterhin unserem Hobby frönen können. Der Thomas fragt: Wenn man eine Schlange hat, welche auch Eier fressen kann, meines Wissens nach zum Beispiel Kornnattern, wie verfüttert man diese Eier richtig, also auf was man achten muss und welche Art Eier darf man verfüttern? Thomas, da erzählst du was Neues. Also ich glaube nicht, wenn du deiner Kornnatter ein Ei reinlegst, dass das irgendwann mal weg ist, beziehungsweise wenn, dann fault es vielleicht weg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Kornnatter frisst. Weder roh noch gekocht noch irgendwie, höre ich heute zum ersten Mal.
Es gibt natürlich die Eierschlangen, das wissen wir alle, die fressen die Eier am Stück, ne? Die schlingen das große Ei runter und das funktioniert. Wie gesagt, die heißen dann auch Eierschlangen. Meines Wissens, alle anderen Schlangen werden an ein Ei nicht rangehen. Ne? Man kann viele Echsen kann man mit Eier füttern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Schildkröten werden an Eier gehen oder wenn es gekochte Eier sind zum Beispiel, werden Schildkröten da sicherlich auch davon fressen oder viele Arten von Schildkröten. Aber bei einer Schlange, denke ich, haben wir keine Chance. Mal Frage an die Community, könnt ihr euch das vorstellen? Ei ins Terrarium legen, gekocht oder hart oder weich, wie auch immer. Hat einer von euch damit Erfahrung? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich höre das heute mehr oder weniger zum ersten Mal. Mantidenparadies fragt, wie entstehen die Preise der Königspythonmorphen? Sucht man sich den Preis aus und guckt man bei anderen Züchtern ab? Sicherlich eine Mischung aus alledem ein bisschen. Ne? Wenn ich wissen will, was ein Königspython kostet, klar gucke ich, was verlangen andere dafür. Banales Beispiel, ich habe ein Pastell Königspython, von denen gibt es wahrscheinlich Hunderttausende mittlerweile. Gucke ich bei anderen, die verlangen irgendwas um die 100 Euro vielleicht dafür, dann werde ich nicht hingehen können und 500 dafür verlangen, weil alle anderen die viel billiger haben. Letztendlich ist alles wie der Preis entwickelt sich marktwirtschaftlich. Wenn jetzt plötzlich von heute auf morgen die Pastell weniger werden, weil keiner sie mehr züchtet, oder wenn die Pastell beliebter werden, weil plötzlich jeder meint, ach, Pastell sind so super schön, ich brauche jetzt unbedingt noch mehr Pastell, dann geht der Preis natürlich auch ein bisschen hoch, ne? Weil man kriegt keine mehr. Wenn kaum mehr welche verfügbar sind, dann kann man natürlich statt 100 Euro vielleicht auch 150 verlangen dafür. Ne? Also so schiebt sich das hin und her. Oder habe ich was ganz Neues, wo ich nirgends anders schauen kann, dann muss ich mir überlegen, wenn das ganz neue 0815 aussieht und einfach nur neu ist, werde ich auch keine tausenden Euro damit erzielen können. Wenn ich jetzt was ganz Neues habe, das blau, grün, rot gestreift ist als Königspython und wirklich der Kracher ist, dann kann ich wahrscheinlich 10.000 oder 20.000 Euro dafür verlangen, weil andere Leute das auch haben wollen. Ne? Also das Ganze ein marktwirtschaftliches Verhalten, Angebot, Nachfrage, so setzt sich der Preis zusammen. Oster1 hat die Frage geschickt, was ist deine Meinung zu der fliegenden Schlange Echse? Es gibt ja die Flugdrachen, ne? Draco, also der Artname ist Draco, gibt es verschiedene Unterarten, weiß ich keine auswendig. Aus dem asiatischen Raum, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommen die. Das sind so kleine Echsen, die dann die Haut hier an der Seite ausspreizen können und wirklich größere Distanzen fliegend zurücklegen, ne? Von einem Baum zum anderen oder so. Also das sieht ganz cool aus, wenn die da springen und so ein bisschen gleiten. Sowas gibt es natürlich. Für die Terraristik denke ich eher ungeeignet. Ne? Im Terrarium hätten sie gar nicht die Möglichkeit, das auszuleben. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Grund, wieso die in der Terraristik eigentlich keine Rolle spielen, weil das hier einfach nicht passt oder schade wäre für dieses Tier. Bei den Schlangen gibt es auch Schlangenarten, die gewisse Strecken gleiten können, also die sich relativ platt machen. Ne? Die machen sich zu so einem S und tun auch von Bäumen wegspringen, mehr oder weniger, und gleiten so durch die Luft zum nächsten Baum, also gerade auf der Flucht oder sowas. Ne? Das ist ja in der Regel beim Fluchtverhalten machen die das. Geben tut sowas, aber für die Terraristik ist es kein relevantes Tier. Wie gesagt, diese Art oder diese interessante Eigenart, die haben, könnten die in der Terroristik gar nicht ausleben. Dann haben wir nochmal die Elli Spirelli. By the way, Elli Spirelli, also ich gehe mal davon aus, ist ein Mädel, ist immer recht aktiv beteiligt an den Sachen, an den Fragen, finde ich toll und sind auch wirklich immer gute Fragen, was die Elli Spirelli stellen. In dem Fall, wie ist es als Reptilienhändler in der Corona-Zeit? Macht sich die Krise da auch bemerkbar, trotz Onlinehandel? Wie siehst du die ganze Sache? Also wie ich die Sache sehe, da meinst du hoffentlich nicht, wie ich Corona sehe. Was soll ich dazu sagen? Da hören wir jeden Tag drüber was. Aber für die Terraristikbranche
Muss ich sagen, zum Glück ist die Terroristikbranche da ja nicht sonderlich betroffen. Zum einen, als Zoobranche sind wir ja systemrelevant. Das heißt, man war auch nicht bei einem Lockdown betroffen, man durfte offen haben. Ne? Die Leute müssen ja ihr Futter kaufen natürlich oder ihre Technik. Ne? Wenn eine Lampe kaputt geht, kann ja nicht sein, dass man 4 Wochen lang keine neue Lampe kaufen kann. Und wie gesagt, Futter ist ja zweimal nicht. Deswegen hatten wir in der Corona-Zeit durchgehend offen. War auch wirklich große Nachfrage. Ne? Die Leute, gerade im Lockdown sind sie zu Hause, da hat man Zeit, sich um das Hobby, um die Terroristik zu kümmern. Man darf nicht weggehen. Also mein Eindruck ist, seit dieses leidige Corona ist, ist zumindest im Terroristikbereich das Interesse noch größer denn je zuvor. Wie gesagt, die Leute sind zu Hause, kümmern sich um ihr Hobby und freuen sich, dass sie was haben, was sie halt daheim machen können, ohne rauszugehen. Von daher, zumindest geschäftlich, kaufmännisch, sind wir da gar nicht negativ betroffen. Klar, das ist natürlich aber nichts, worüber ich mich jetzt freue und sage, hurra, Corona. Ich freue mich, wenn das Corona vorbei ist, aber wie gesagt, für die Terroristik eher im Aufwind dadurch. Der Lukas Meyer fragt, sollte man Bartagamen die Krallen schneiden lassen? Ja, Lukas, die Krallen von, wenn deine Bartagamen ein Problem haben mit den Krallen, dass sie wirklich übertrieben lang werden, dann ist irgendwie ein Problem in der Terroristik. Dann hast du das falsche Bodensubstrat zum Beispiel drin, ne, zu weich. Weil diese Krallen, die nützen sich ja eigentlich mit der Zeit immer wieder ab. Ne, durchs Laufen, durchs Klettern, durchs Buddeln nützen sich die Krallen ab. Wenn bei deinen Bartagamen oder Echsen oder auch bei Schildkröten hat man es oft, wenn die Krallen einfach viel zu lang werden, dann ist irgendwas an der Haltung nicht okay. Dann muss ich mein Bodensubstrat überlegen, ob ich vielleicht das falsche Bodensubstrat habe. Oder ist das Tier vielleicht völlig faul und verfettet, ne, dass es sich eigentlich gar nicht mehr bewegt. Das kann auch so ein Indiz dafür sein, ne, wenn das Tier gar keinen Grund mehr hat, sich zu bewegen, weil es, sage ich mal, vor der Nase tagtäglich so viel Futter kriegt, dass es sich gar nicht mehr bewegen muss. Dann ist was faul. Sollten die Krallen tatsächlich extrem lang sein, störend lang, klar, dann muss ich sie auch in dem Moment schneiden, vielleicht vom Tierarzt machen lassen. Aber wie gesagt, ich muss mir überlegen, ist da irgendwas faul an meiner Haltung, muss ich was verändern und das dann auf jeden Fall tun. Dann haben wir nochmal die Elli Spirelli. Kannst du dich bitte einmal zum Thema Missbildungen äußern? Kommt das auch bei richtiger Inkubation mal vor? Ja, ich denke, dass die Inkubation, die kann einen Einfluss drauf haben. Vielleicht, wenn ich zu heiß brüte, vermutlich zu kalt unter Umständen auch. Machen wir übrigens auch eine Folge drüber, Thema Eier. Da kommt es gleich ein bisschen drin vor. Ich glaube aber, dass in der überwiegenden Fall die Inkubation keine Rolle spielt. Ne? Wir haben ja Sachen wie bei den Karamell-Königspütern kommen ja die Wirbelsäulenknicke vor oder bei Super Cinnamon zum Beispiel kommt es vor. Oder manchmal hat man diese Krokodilschnäbel bei einigen Schlangen, ne, dass der Oberkiefer zu lang ist, der Unterkiefer zu kurz. Ich konnte noch nie feststellen, dass man das mit der Inkubation irgendwie beeinflussen kann. Also ich glaube, dass irgendwas anderes der Grund ist, schon vor der Eiablage oder vor der Inkubation. Ich glaube, dass in 98% der Fällen das nichts mit der Inkubation zu tun hat, solange ich natürlich nicht, wie gesagt, übertrieben heiß mit 36 Grad oder irgendwas inkubiere. Dann kann das natürlich einen negativen Einfluss haben, aber ansonsten, glaube ich, hat es nichts damit zu tun. Der Benjamin Salm fragt, warst du schon bei den Bartschicks im Reptarium? Bartschicks, also Brian Bartschick ist da gemeint, Snakebites USA, großer YouTube-Channel oder Vlogger oder was auch immer. Nein, Benjamin, ich war noch nie beim Brian oder Lori im Reptarium. Ich war schon viele Jahre nicht mehr in der USA. Jetzt durch Corona sowieso schwierig, aber auch die letzten 3-4 Jahre war ich mehr in Asien oder in Afrika unterwegs. Brian und Lori selber, wir sind seit rund 30 Jahren befreundet. Ich war zuletzt, denke ich, vor 15 Jahren bei denen. Also ich war in Brian seinem Wohnzimmer war ich schon und
sonst wo überall und in seinem Geschäft, das er damals hatte und seine Zucht damals. Das war aber noch zu BHP Enterprise Zeiten, ne, wo er sich hauptberuflich auf die Zucht konzentriert hatte. Wie gesagt, leider jetzt seit einigen Jahren nicht mehr dort gewesen, aber eines Tages werde ich hingehen und ihr seid die Ersten, die es erfahren. Dann machen wir einen schönen Reptil-TV-Film drüber. Der L-Punkt fragt, wenn Schlangen auf Frostfutter umgewöhnt wurden und diese dann ab und zu Lebendfutter bekommen, kann es sein, dass sie dann nicht mehr ans Frostfutter danach gehen möchten? Dickes Lob für euren tollen YouTube-Channel. Also erstmal danke fürs Lob, freut mich sehr, gern schön zu hören. By the way, denkt dran, bitte abonniert unseren Channel. Ne? Wenn ihr den Channel abonniert, helft ihr uns, ihr bringt unseren Stellenwert in die Höhe. Also toll, jeder, der die Folgen sieht und sie für gut hält, bitte abonnieren, dann, wie gesagt, dann helft ihr uns. Jetzt aber auf die Frage von L. Nein, es ist, glaube ich, kein Problem. Also oder man kann Froschfutter geben, man kann zwischendrin mal Leben füttern. Eine Schlange, die gut frisst und eben durch das gute Fressen auch an Todesfutter geht, hat auch kein Problem, mal zwischendrin was Lebendes zu fressen. Deswegen sagt die nicht, ach, das schmeckt ja viel besser, jetzt fresse ich nur noch lebend. Gar kein Problem, kann man ein, zwei, dreimal Leben füttern, wenn man gerade hat, und danach wieder Froschfutter geben. Ich kenne keinen Fall, wo dann plötzlich das Froschfutter nicht mehr angenommen wurde. Würde ich an deiner Stelle keine Angst davor haben. Der Thomas Keller fragt, Sally Stefan, ich lebe in der Schweiz und möchte mir einen Königspython zulegen. Was gilt es bezüglich des Imports zu beachten und was für Formulare werden benötigt? Haben wir eine Folge drüber gemacht, die nennt sich Export von Reptilien, glaube ich, so ist das grobe Thema, wenn er mal untersuche, Reptilien-Export eingibt. Nur ganz kurz, ja, wenn wir in die Schweiz oder wenn du Tiere von Deutschland in die Schweiz bekommen willst, brauchst du eine Einfuhrbewilligung. Die muss man in Bern auf dem Bundesamt für Veterinärwesen in Bern beantragen. Geht 3-4 Tage, relativ einfach. Bekommt man für die Arten, die man in der Schweiz frei halten darf, also Königspython zum Beispiel. Genau, Königspython hast du ja gesagt. Und der Deutsche muss eine Ausfuhr-CITES beantragen. Also wenn du das Tier von uns hast oder von wem auch immer, wir müssen eine Ausfuhr-CITES machen. Mit diesen beiden Papieren, Schweizer Einfuhrbewilligung, deutsche Export-CITES, geht man zum Zoll und mit dem Tier natürlich. Man muss es vorher anmelden, wichtig, ne, dass ihr kommt, am Zoll einen Tag vorher anmelden und dann über den Zoll fahren, die Dokumente machen, gar nicht so schwer, und dann kannst du super schöne Königspython von Deutschland in die Schweiz nehmen. Raptor T stellt die Frage, wie kann ich bei meiner Königspython das Geschlecht bestimmen? Lieber Raptor T, ich merke, du bist kein treuer Reptil-TV-Kunde oder Zuschauer. Wir haben das ja schon bestimmt 50 Mal erklärt, aber macht nichts. Du darfst auch, aber ich freue mich über jeden, der neu auf unseren Channel stößt. Gib mal unter Suche ein, Geschlechtsbestimmung. Da findest du eine ganze Folge drüber. Bei Königspython speziell macht man durch sogenanntes Poppen, man massiert vorsichtig die Hemipenisse raus, kann man selber nicht einfach so, ne? Du kannst nicht hingehen und sagen, na, probiere ich mal selber. Es muss ein erfahrener Terrarianer oder Tierarzt dir zeigen, wie das geht. Dann ist es relativ einfach und es ist sehr sicher bei Königspython, das zu bestimmen. Wie gesagt, schau in die Folge Geschlechtsbestimmung, da kriegt man es schön erklärt. Hi Stefan, ich bin stolze Besitzerin von 3 männlichen Dionenattern, die ich alle zusammen in einem Terrarium halte. Ich lang mir gerade an Kopfskralli, die richtige Größe natürlich, da der Züchter mir gesagt hat, dass dies kein Problem darstellt. Nun beobachte ich häufig ein Rangeln unter den 3, eigentlich nur von 2. Stellt das ein ernstes Problem dar, sollte ich sie lieber trennen? Skralli, ja, es ist ein Problem. Und es ist, also, das ist auch so eine Geschichte, die ich, was weiß ich, jede 5. Folge vielleicht erzähle oder darauf hinweise. Man darf die Männchen nicht zusammenhalten. Und das ist wirklich jetzt ein gutes Beispiel. Du sagst selber, die haben Rangeleien untereinander. In der Natur sind die Männer Rivalen. Ne? Da gibt es Reviere, da gibt es einen Mann. Und wenn ein anderer Mann kommt,
kriecht das eine Männchen dem anderen so lange hinterher und versucht ihn zu vertreiben durch Drücken oder gar durch Beißen oder irgendwas, bis der andere aus dem Revier abhaut. Bei dir das Revier ist Terrarium, da können die unterlegenen Männchen nicht abhauen, also sind die immer zusammen und können nirgends hin. Also ist das ein permanenter Stress für alle drei Tiere, beziehungsweise wahrscheinlich speziell auch für die unterlegenen Tiere, weil sie einfach nicht abhauen können und der stärkste Mann da drin, die sozusagen permanent drangsaliert oder loshaben will. Also sollte man auf keinen Fall machen, auch für alle, ihr könnt nicht mehrere Schlangenmännchen zusammenhalten. Viele von euch werden jetzt sagen, oh, ich habe seit 10 Jahren 2 Männchen zusammen, das geht alles gut. Sie werden es wahrscheinlich überleben. Also man kann natürlich auch Dinge machen, die nicht gut sind für die Tiere, und sie überleben es trotzdem. Das ist okay, aber das ist ja deswegen keine Legitimation. Wie gesagt, in der Natur würde das nie geben. Die Männer gehen sich aus dem Weg, die wollen nichts miteinander zu tun haben. Bei meines Wissens allen Schlangenarten. Und deswegen solltet ihr das im Terrarium auch beachten. Wenn ihr Tiere zusammenhalten wollt, dann bitte Pärchen oder Weibchen. Aber bitte keine 2 oder gar 3 Männchen zusammen, sonst passiert genau das. Ne? Da will ich dich jetzt auch nicht angreifen oder das meine ich natürlich nicht böse und das ist auch okay. Und du schreibst selber, dein Züchter hat zu dir gesagt, ja, das kannst du machen. Ich nehme an, der Züchter hat sich gefreut, 3 Männchen los, hurra. Also bitte nicht machen. Das war unsere Frag-Stefan-Folge. Danke an euch für eure Beteiligung, finde ich super und ich finde auch die Fragen toll. Macht Spaß darauf, wenn zu interagieren. Hoffe, dass es euch auch lehrreich und unterhaltsam ist. Bis zum nächsten Mal. Check my balls. Wenn euch ReptilTV gefällt oder wenn euch ReptilTV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention. Deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von ReptilTV sehen wollt.